Fünf Arten von LoL-Spielern, die jeder kennt. Der Trollpicker. Ach ja, was ein schöner Tag wieder in LoL. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, die Free-to-Play-Champions zu testen. Mal gucken, wer denn heute so Free-to-Play ist. Gucken wir doch mal. Nami ist Free-to-Play. Ja, dann würde ich mal sagen, spielen wir die erstmal eine Runde im Jungle. Der Guide-Nutzer. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal starten hier. Normal, freie Wahl. So. Bin bereit für Nami Jungle. Ach ja, immer diese lange Wartezeit, ey. Muss ich auch nicht verstehen, warum das immer so lange dauert. Och man. Gibt's doch nicht, dass das so lange dauert. Oh. Da haben wir schon ein Match gefunden, aber scheiße, ich habe doch vergessen, mir einen Guide rauszusuchen aus dem Internet. Scheiße, muss ich mir erstmal einen Guide aus dem Internet raussuchen. Fuck. So, guck mal doch einfach mal im Internet nach einem Nami-Guide. Oh, da steht's ja schon. Ein Zufall, ey. Boah. Season 3? Wir haben doch erst Season 2, aber das wird schon klappen. Ja, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Das nehmen wir, glaube ich. Der ich ficke euch alle Typ. Der, der alles aufs Team schiebt. Ja, dann würde ich sagen, das Spiel läuft ja. Dann würde ich erstmal Midlane ganken. Ich glaube, das wird dann auch schon klappen. Weil ich bin jetzt Level 4, die Diana hat keine Chance gegen mich. Och man, ey, der Ryze hat mir auch wieder nicht geholfen. Was ist das für ein Scheiß? Ey, da hat man doch keine Chance mit solchen Teams. Wenn die nicht helfen, ey. Der, der am Ende GG Easy schreibt, obwohl er mega scheiße war. Alter. Dieses Spiel, Alter. GG Easy. Alles habe ich gecarried. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes als die ganzen anderen Videos. Und ja, falls es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und macht doch mal Vorschläge, was ich noch für Arten von LoL-Spielern machen könnte. Dann mache ich die vielleicht noch in einem zweiten Part des Projektes hier. Ich kann schon nicht mehr reden. Aber naja, ich würde sagen, viel Spaß noch mit unseren anderen Videos. Und haut rein, bis dann.